So, Tibor, herzlich willkommen bei den Wiesbaden Phantoms. Danke. Du bist seit einigen Wochen jetzt Head Coach, allerdings spielt das Team nicht. Was macht ein Head Coach denn dann, wenn er ein Team hat, aber keine Saison? Naja, es gibt mir zumindest die Möglichkeit, erstmal ja alle in Ruhe kennenzulernen. Normalerweise übernimmt man ja ein Team im Herbst. Und so hast du wirklich dann schön die Möglichkeit, erstens A, das Team kennenzulernen, den Verein kennenzulernen. Es sind ja doch einige oder eine gut gewachsene Struktur hier. Und gibt mir dann einfach in Ruhe die Zeit, letztendlich zu planen und natürlich auch das Team optimal vorzubereiten. Ich meine, die Zeit, die wir sonst haben, also sprich, dass man irgendwann im November, Dezember anfängt, ja, dann mit einer kurzen Unterbrechung und dann in die Preseason geht. Wir haben den Vorteil, dass wir jetzt eigentlich schon starten können und letztendlich mit dem Team an der Athletik und natürlich auch an der Technik arbeiten können. Wie wertest du diesen Verzicht auf die Teilnahme an einer Saison? Also grundsätzlich, natürlich ist es für die Spieler eine blöde Situation. Ich würde es mal so sagen, vom Gesundheitsaspekt her absolut richtige Entscheidung. Wir wissen selber nicht, wie sich die Lage letztendlich entwickelt. Wenn man natürlich auch den Verein betrachtet, ist es auch wirtschaftlich gesehen eine absolute richtige Entscheidung. Wir haben wenig Zuschauer, die zugelassen sind. Wie das Ganze sich dann letztendlich im September, Oktober, November dann abzeichnen wird, nach vor allen Dingen der Ferienzeit, bleibt abzuwarten. Also von daher gesehen war es eigentlich die richtige Entscheidung. Für die Spieler ist es natürlich eine absolut blöde Situation, wenn du nicht spielen kannst, dir vor allem Spielpraxis sammeln kannst. Ist das natürlich blöd. Vor allen Dingen auch die Spieler bei der Stange zu halten, ist natürlich dann auch schwierig. So, einige Nachteile hast du ja schon genannt. Was sind denn Vorteile aus deiner Sicht? Der große Vorteil ist, dass wir jetzt wirklich auch an der Athletik mal arbeiten können. Das heißt, unser Ziel ist es natürlich, die Jungs fit zu bekommen bis nächstes Jahr. Natürlich durch Corona. Viele haben dann entweder gar nicht gearbeitet oder auch nur vom Homeoffice aus gearbeitet, wenig irgendwo trainiert. Und das gilt es halt dann irgendwo auch wieder aufzuholen. Ich meine, ich konnte mir jetzt in den ersten Trainings auch ein Bild machen. Es sieht gut aus, aber man hat das definitiv noch Raum für Verbesserungen, ja, bei jedem Einzelnen. Und das gilt es halt jetzt sukzessive zu planen, natürlich auch mit dem Trainerstab da ein gutes Konzept aufzubauen. Du hattest die Frage, die ich dir vorab geschickt hatte, wie du dich selber als Headcoach bezeichnen würdest, hast du so ein bisschen in Frage gestellt und wolltest sie eigentlich nicht beantworten. Fällt dir mittlerweile trotzdem eine Antwort drauf ein? Ja, natürlich habe ich eine Antwort drauf. Also grundsätzlich, ich bin ein Teamplayer und das ist, denke ich mal, auch für mich ganz entscheidend. Wir hatten ja auch letzte Woche schon das erste Meeting, Staff-Meeting mit Coaches und Teammanagement und ich bezeichne mich absolut als Teamplayer. Ich stehe zwar oben, sage ich mal, als Kopf, aber trotzdem ist es für mich wichtig, dass wir als Team funktionieren. Klar, am Ende treffe ich irgendwo eine Entscheidung, aber herbeizuführen, ja, das sollte schon aus dem Team herauskommen. Das ist für mich absolut wichtig. Wie sieht denn der perfekte Spieler für dich aus? Was muss der mitbringen? Also ein Spieler sollte sich seiner Athletikrolle oder seiner Athletenrolle definitiv bewusst sein. Wenn wir GFL oder GFL2 spielen, sollte natürlich dann auch, dass einer sich selber fit hält, ins Fitnessstudio geht. Das heißt, zu den zwei Trainingseinheiten, die wir offiziell haben, dass er sich entsprechend fit hält, ernährungstechnisch und so weiter. Jetzt ist es natürlich auch eine gute Möglichkeit, mit den Coaches auch dahin zu wirken, weil wir halt die Zeit haben und das ist halt auch ein großer Vorteil, dass wir halt auch mit den Coaches dann zusammen ein Konzept erstellen können, um die Spieler halt einfach auch in dem Bereich besser zu machen. Und dass sie das dann halt auch am Ende selbstständig tun und sich selbst fit halten und selbst wissen, okay, was muss ich tun, um letztendlich dann auch erfolgreich zu sein als GFL-Spieler. Apropos GFL, du hast schon höher gecoacht, eine Liga höher. Warum jetzt zu den Phantoms, eine Liga weiter unten? Also was mir bei den Phantoms halt besonders gut gefällt, ist einfach auch der Unterbau. Also sprich alles, was wirklich dann unter dem Herrenteam stattfindet. Und man sieht eine erfolgreiche U19, letztes Jahr noch im Junior Bowl gestanden, eine U16, eine U13, Fleckies. Also da ist wahnsinnig viel Potenzial, was einfach auch nachkommt. Und dann muss man aber auch sagen, die Gespräche, die wir geführt haben, es hat eigentlich sehr schnell dazu geführt, dass ich Ja gesagt habe, weil mich das einfach auch überzeugt hat und wo einfach auch die Phantoms in Zukunft wieder hinwollen. Ja, das heißt, irgendwo dann auch völlig wieder ins Oberhaus zurück, in die GFL. Und
Und ich möchte dazu beitragen, dass letztendlich hier die Struktur bzw. aber auch das Team so entwickelt wird, dass wir einfach auch wirklich dann wieder vorne mitspielen in der GFL 2 und dann natürlich auch irgendwann wieder in der GFL spielen. So, 2021, erster Spieltag. Mit was können die Fans dir denn eine kleine Freude machen? Ich habe gehört, ihr sollt sehr leckeren Kuchen geben. Ja, ich bin also hier, aber ich bin natürlich nicht nur wegen dem Kuchen hier, aber immer gerne für Süßes zu haben. Ja, also das hat man mir schon angetragen, dass ich da auf jeden Fall testen soll. Ansonsten eine riesen Unterstützung. Und natürlich, wenn wir dann auch gerade im ersten Heimspiel natürlich einen Sieg holen, sofern dann auch nächstes Jahr dann wirklich eine Saison stattfindet und wie sie stattfindet, werden wir dann auch sehen. Aber das wäre natürlich dann absolut ein Top-Einstand. Wird es ein Saisonmotto für 2021 geben? Gibt es da Ideen? Hast du da irgendwas vor? Also ich bin mir sicher, dass es ein Motto geben wird, aber dieses Motto wird nicht von mir kommen, sondern das Motto soll vom Team aus kommen. Das heißt, wenn wir dann auch mit dem Team letztendlich arbeiten, dann auch Team-Meetings stattfinden, da sollen die sich definitiv drüber Gedanken machen, was ihr Motto für die nächste Saison ist. Bei mir schweben ja noch so viele Mottos durch den Kopf von den alten Teams, da würde ich sie zu sehr beeinflussen. Nein, aber das sollte vom Team herauskommen und da bin ich mir sicher, dass sie da auch was Gutes finden werden, wo sie sich immer wieder dran hochziehen und auch von Spiel zu Spiel dann auch denken und gewinnen. Dieses Spiele gewinnen wollen, immer alle Spiele gewinnen, ist das nur ein Motto? Es klingt nach mehr bei dir. Ja, also das geht ja auch um das Saisonziel. Ich mag kein Saisonziel, was da heißt, wir spielen gegen den Abstieg oder sonst irgendwas, ja, sondern wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen. Und das heißt, dazu muss jeder bereit sein, auch sein Bestes zu geben, sowohl Coaches als auch Spieler und auch natürlich Staff, die drumherum noch arbeitet. Ja. Wir wollen erfolgreich sein und deswegen von Spiel zu Spiel jedes Spiel gewinnen. Und für mich ist es wichtig, dass alle irgendwo es lieben, ein Spiel zu gewinnen, ja, und nicht hassen, ein Spiel zu verlieren. Das ist mir halt dann wichtig. Ja. Wir wollen aber Spaß haben und dann natürlich Spaß kommt dann natürlich auch mit jedem Sieg. Dann vielen Dank für das erste Interview für die Phantoms und wir werden ja noch weitere online stellen. Vielen Dank schon mal dafür und viel Erfolg für die Saison. Danke auch.